Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 7. Wir sind hier in der Schlacht von Chengdu. Greift Liu Zhang an mit Zhuge Liang. Zhuge Liang müssen wir erstmal ausrüsten hier. Ist ja gar nicht Zhuge Liangs Fächer. So what? Das ist eigentlich Zhuge Liangs Fächer, aber der ist nicht der perfekte. Zhuge Liangs Fächer ist schlechter als die anderen. Ne? Lass mal einfach immer Yis Fächer drin. Ne? Wir müssen aber noch ein bisschen umskillen. Scham brauchen wir nicht. Wir nehmen mal den offizierten Täter rein. Oder Doppelelement, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier noch? Stab der Götter. Alles klar, dann nehmen wir Doppelelement rein. Oder ist der mal hier schon? Nee. Okay, Doppelelement. Doppelelement. Nicht höhere Angriffsreichweite. So. Muss du was passen? Ja, ja, ja. Ah, okay. Max Gesundheit. Kann man machen, muss man nicht. Aber ich mach's. Gut, Stab der Götter. Was haben wir hier? Scham raus. Was nehmen wir rein? Den Attentäter. Alles klar, Attentäter. Und was machen wir noch? Oh, wir haben hier gar keine Abwehr drauf. Ja, so passt es. So ist geil. So kann es losgehen. Noch Zhuge Liangs Fertigkeiten hier schneller. Elementarangriff werden neutralisiert. Sehr nützlich. Schmiedekunst bringt nur im Eroberungsmodus was, bringt dir gar nichts. Höhere Angriffsreichweite und verbesserte Abwehr. Coole Sache. Los geht's. Schauen wir uns noch die Schlacht an. Liu Bei, Zhang Fei, Wenzong, Yan, Fa Zhengming, Hu Yun gegen Liu Zhangs Armee. Boah, der viel. Das ist die geile Map, wo ich euch schon im letzten Part drauf hingewiesen habe. Also es ist schon echt episch. Sehr geil Design, schön mit der Natur verbunden. Felslandschaften, Dschungel. Ah, herrlich einfach nur. Aber auch viele Hinterhalte, wir müssen aufpassen. Jetzt sind wir Yis Fächer mal geklaut hier. Ah, wer ist hier? Liu Jun. Also hier sind jetzt echt alle von Liu Zhang, man sieht es schon. So viele Gegner, so viele Offiziere. Bam und BAM! Oh yeah! Was ein geiler Angriff und guckt euch diese epische Musu-Leiste an. Ah, wie geil, ey. 4 Musu. Habe ich natürlich gemacht, aber ist auch empfehlenswert bei Zhuge Liang. Jo. Keine bessere Waffe als ein geübter Geist. Ist ja wirklich so, wenn man den stärksten Krieger hat und die geraten in den Hinterhalt oder so mit Flammen und so, dann sind sie alle weg. Das ist ja wirklich so. Wenn man es gut durchplant, die Schlacht gewinnt auch mit einer kleinen Streitkraft gegen starke Offiziere. Hat Zhuge Liang eigentlich recht. Was soll's. Die geben mir nicht auf den Sack hier, das machen wir erstmal Musu. Ja, bam! Geschockt! Oh, nochmal. Bah. Auch nicht unbedingt Tor sein, der Donnergott, das kann Zhuge Liang nicht auch. Oder den hier. Bam! Das war es genauso, nur kann man Luft machen halt. Damn, jetzt haben wir gar keinen Musu mehr. Nicht so gut, wenn wir angegriffen werden. Oh mein Gott! Aber noch gerettet. Dank war Yan, glaube ich. Oh, Zhang Yi, ich hasse ihn, der ist so stark. Aber er ist weg. Einer der stärkeren normalen Offiziere. Was soll's, er ist auch besiegt. Alles ist im Buddha. Burg ist gesichert. Und tschüss, Mann. Weiter geht's. Ein steilen Part hoch, dem. Habe ich jetzt. Oh, nein, ich habe Part gesagt. Oh mein Gott. Fahrt hoch. Ja, eine schöne Berglandschaft hier. Muss nicht unbedingt Österreich sein, nur die Alpen. Schon hier auch alles vorhanden. Ist sehr geil designt. Ihr seht es hier selbst. Schreibt mir mal in den Comics, wie ihr es hier findet. Ich finde es echt geil. Ach, Xu Jing. Ganz gechillt noch. Herausfordern, ne? Gleich bist du nicht mehr so gechillt, wenn Zhuge Liang dich hier erstmal schockt hier. Schock! Bam! So, schön benommen. Ist auch das Geile daran. Und hier, mein Lieblingsangriff. Bam! Guckt euch mal den Schaden an. Einfach nur krass und hier nochmal geschockt und zack, ja, es ist Zhuge Liang. Bei sowas gehe ich auf. Mag hier. Aber sind wir Yis cooler.
Wer findet ihr besser? Jungle Young oder Simmergy? Ich finde Simmergy ja besser. Ja schon. Ist irgendwie cooler mit Jungle Young. Jungle Young ist einfach so ein ruhiger Typ, so gelassene Art, ja, passt schon, wir kriegen das hin mit einer Strategie. Ansonsten ist nichts Besonderes an ihm. Natürlich sind seine Moves cool und so. Ja klar, greift deinen Verwandten an. Jungle Young findet es auch cool, dass Liu Bei seinen Verwandten angreifen soll. Oh. Liu Zhang, wie er wohl geguckt hat. What the fuck? Liu Bei sollte mir auch helfen, wieso greift er mich an? Ich verstehe es selber nicht. Nur wegen den Ländern und so. Ja. Weil die Leute hier nicht mehr zufrieden waren. Oh, die Bauern müssen natürlich freudestrahlend herumlungern, herumlaufen, herumtrollen. Sagt Liu Bei. Deswegen muss er es hier einnehmen. Und tschüss. Was für Noobs! Weil wir haben schon ein bisschen was verloren. Fei Guan, ne? Was ist denn los hier? Kriegst du erstmal hier einen Schock? Da bist du geschockt, was? Das ist hier der Gag mit Jugl Yang. Und nochmal das Ganze. Bam! Hat er mir irgendwie nicht richtig getroffen. Aber das! Oh yeah! Oh nochmal, was so toll war. Jetzt sind sie Schock gestunt. Oh ja, und unser Feischi versaut erstmal alles, ne? Den wollte ich machen. Und hab nur einen getroffen. Dank Feischi. Thank you, girl. Ach, Feischi ist der Gegner. Wir hatten uns da genervt. Hallo, wer bist du? Wer bist du, Assi? Was ist das da für ein Dreckskerl? Das will ich jetzt nachgucken. Irgend so ein Honk, der uns alles versaut hat. Fazeng. Fahrzeng! Fahrt zur Hölle! Wenn du nochmal sowas machst. Shit! Ma Chao ist auch hier! Von Ma Teng! Von Ma Teng! Achso, von Zhang Lu. Ja, Ma Teng war ganz früher wahrscheinlich. Weil sein Vater, Ma Teng, wurde ja auch getötet von Cao Cao, deswegen gab es ja die Rache. Boah. Am Tong-Tor, dann wollte er sich rächen, aber Cao Cao hat ihn überrannt. Tja. Fail. So einer kleinen Armee von Ma Chao kann auch nicht viel erwarten gegen die große Armee Cao Cao. Aber na gut. Ja, Ma Chao schließt sich natürlich auch noch der Shu-Armee an. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Das wissen wir sowieso von der Wu-Story, weil wir da gegen den gekämpft haben und Ma Chao war auf der Shu-Seite. Also wisst ihr das sowieso, dass er später auf der Shu-Seite ist. Können wir schon mal mit ihm rechnen? Neuer guter Verbündeter. Also, die Shu-Armee wird langsam sehr stark. Anfangs war die Shu-Armee ganz klein. Kaum Leute, kaum Streitkraft. Nur am Bauern und Freiwillige von, bei Liu Bei an seiner Seite. Und jetzt schon echt starke dabei. Huanzong, Weiyan, Fazeng, ja klar. Nee, du bist nicht stark, du bist ein guter Stratege vielleicht. Ja, aber Ma Chao und Zhang Fei Guan Yu. Boah, sind schon echt gute. Jugl Yang. Echt, Zhao Yun. Das sind schon echt starke Offiziere dabei, muss man schon mal sagen. Guan Ping. Bam! Leute, eigentlich habe ich gedacht, dass da hinten, hier, wo der Pfeil jetzt hingeht, dass da der Hinterhalt ist und Pang Tong da stirbt. War aber nicht so. Na gut. Was soll's. Bam! In Dynasty Warriors 6 war es so, da gab es diese Map auch. Warum sie die Map übernommen haben? Weil es episch ist. Und weil Baum und weil sie es können. Nee, das sowieso. Nee, weil die Map wirklich Hammer designt ist. Sie können es nochmal meinetwegen Dynasty Warriors 8. So geil. Die können sie meinetwegen öfter remaken. Die ist richtig geil. Ja, Li Hui kann ein bisschen chillen. Ich kümmere mich erstmal um Dong He. Bis zu einer von Dong Zhu, denn stirb. Bam. Ja, Liu Zhang kriegt noch mehr Verstärkung. Er ist schon mächtiger Mann. Das ist schon nicht leicht hier, das sind schon ganz schön viele Gegner, das muss man schon mal sagen. Keine einfache Schlacht! Auch für Jungle Young ist kein Problem hier mit seinem Magic-Kunst hier. Könnte Straßenzauberer werden, aber na, stattdessen prüft er sich lieber hier eine Schlacht. Mehr Action, mehr Adrenalin, das braucht er, wisst ihr.
Glaub mal nicht, dass der wirklich in die Historie, in die Geschichte Chinas wirklich mitgekämpft hat. Kann aber sein. Warum nicht? Ich denke mal, es war einfach nur ein Stratege. Mann, öffnet mir auch das Türchen. Ja, alles abgeschlossen. Toll, muss ich darüber. Runter jumpen. Ja, der hält aber auch so lange durch, Li Hui. Oder wer du bist, der war das. Ist mir egal. Ich muss mich beeilen. Dschungel Liang, mach doch mal ein bisschen schneller, Propeller. Denn du hast nicht ewig Zeit, chill doch nicht so rum. Verbündete sind in Gefahr. Lassen wir das. Ich kann nicht singen. Tja, dann gehe ich halt nicht zu Dieter Bohl, kann ich mit leben. Und Hit halt! Ach so, der ist da oben, sonst wollte ich schon gerade runterspringen. Lassen wir das. Besiegen den jetzt lieber. Mahan. Ja, dein Wasserhahn ist kaputt, wir wissen's. Mahan. Oder dein Hahn jault immer. Kikiriki. Oh shit, man. Ja, kannst mal chillen, nur weil ich beleidigt hab oder dein Wasserhahn ausgelacht hab, dass der kaputt ist. Kauf dir einen neuen. Oh man, jetzt hört noch mal auf, ihr scheiß Bogenschützen. Von hinten immer. So, tschüss mal. Hast du hier mal gut geschlagen, muss ich mal sagen. Fahrzeugen wieder stalkt und schön. Sehr sozial. Not. Natürlich, jetzt haben sie das Tor geöffnet oder was? What the fuck? Aber ich helfe ihm jetzt trotzdem. Nein, ein Aber lässt. Okay. Nein, wir haben kein Busu. Wir haben kein Busu. Shit. Oh, es kann böse. Der darf uns sowas von nicht erwischen, ne? Oder wir sind tot. Ja, puh, sind wir noch mal heile rausgekommen. So. Ja, erstmal dich besiegen, stört ja hier keinen. Oder wir machen so. Thunder, Bäm und Schuss. Ich, Zug, war Jan tot. So ein Noob. Großer Krieger stirbt erstmal so. Boah. Wie heißt der hier nochmal? Moment. Genau, Li Hui. Der eigentlich gar nichts kann, schlägt sich hier wackerer als bei Jan, der ein bisschen stärker ist, ist klar. Verkehrte Welt heute bei Destiny 7. Na gut. Was soll's? Erstürmen wir den Berg, denn wir wollen Machau an unserer Seite. Reden wir mal mit Machau, besiegen ihn. Dann mal schauen, was wie er sich entscheidet. Ah, wir wissen es doch eh alle. Hier war. Geh in eine Bierbar oder wo auch immer hin. Aber lass mich hier ruhen. Ich kann gar nicht zu Machau. Die haben abgeriegelt. Wir sind ja durchgekommen. Wallhack. Wallhack. Like a boss. Ja, hier, den nehmen wir gerne. Hier Angriff plus. Stirbt ihr Drecksäcke. Das sind viel zu viele. Die müssen wir erstmal loswerden. Schön mit Blitz. So, jetzt öffnet mir die Türe. Ach kommt schon. Seid doch nicht solche Spielverlierer hier. Ah, dann halt nicht. Wow, kommt ihr her? Tschüss. Ach so, die Tore haben sie geöffnet. Dead? Da ist gar nicht Machau drin. Okay. Na gut. Schild, oh mein. Was hat Weihan gegen diese Noobs verloren? Na gut. Fuck. Ja, zeig doch mal seine Zauberstabkünste hier. Yeah. Die Pangtong halt. Macht irgendwie wenig Schaden. Nehmen wir wieder den Fächer. Verwehen wir schön die Gegner, sind vom Winde verweht. Wind of Change hier. Scheiße, wenn man so Windstöße abkriegt, ne? Im Sommer finden sie das alle klasse. Ist zwar hier Sommer, aber irgendwie macht es doch Schaden. Ja, Pangyi findet das gerade nicht mehr so geil hier mit den Fächern. Aber ein Leben drin. Ach, ich lasse es mal. Wird spannender. Da hinten ist auch nur Leben. For your assistance, Lord Machau.
Da, hab das gelesen und gehört. Machau ist jetzt auf unserer Seite, denn wir kämpfen gegen Cao Cao und er hat noch Rache. Plan gegen Cao Cao, er will noch Rache ausüben. Jo, und das kann er am besten tun, indem er sich uns anschließt. Deswegen tut das jetzt. Jetzt hat Liu Zhang gar keine Chance mehr gegen uns mit Machau noch an unserer Seite. Das ist jetzt ein Kinderspiel. Ist Madai auch dabei? Ja, Madai ist auch da, yeah! Und ein sehr starker Offizier. Geil! Ja, auf jeden Fall ist das hier jetzt witzig. Cao Cao hat Machaus Vater umgebracht. Und Machau hat Wang Yis Vater umgebracht. Ja, Wang Yi gibt's nicht auch noch. Ist auch auf Cao Caos Seite. So, und die sucht immer Machau und will an ihr Rache ausüben. Rache über Rache. Also, das ist schon echt crazy. Machau wurde Vater genommen, ne? Hat keinen Vater mehr und tötet selbst den Vater von Wang Yi. Selbst nichts besser. Richtig fies. Liu Zhang. Nur du bist noch da, was willst du? Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Was ist eigentlich mit Liu Bei? Achso, der ist so. Okay. Thunder. Da bist du geschockt, was? Machau er auch erstmal geschockt. Fliegt durch die Gegend. Ja, wo ist denn Liu Zhang? Ja, wo ist er denn da? Bäm! Hallo? Holz ist sauer. Machau, du hast nie, hätte nie gedacht, dass du auf der falschen Seite des Zeuges gehst. So ein Verräter, dich werde ich hinrichten und auch auf deinen Kadaver scheißen. Dein Kopf fällt mir über dein über mein Kamin. Ja, Liu Zhang, in deinen Träumen vielleicht hier und tschüss. Du Witz! Figur, du Scherzkeks, du Narr. Bam, 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 bam. Und das war's. Und tschüss, Mann! Bam. Schlitz. And Liu Bei. Also langsam in den NevTV-Kran fällt's mir auf den Sack. Sorry, mitten in der Zwischensequenz, aber ist egal. Kann ja pausieren. Hat Liu Zhang bestimmt gemacht. Boah, geben wir dir erstmal so ein TV-Karten-Fail als Strafe. With Chengdu in his hands. That is what Lord Liu Bei has become. All was proceeding just as Zhuge Liang had envisioned. Liu Bei captured Yi, claiming the territory as his own. And the land found itself divided into three, with Liu Bei of Shu, Cao Cao of Wei, and Sun Quan of Wu. At long last, Zhuge Liang's three-kingdom strategy had come to fruition. Against this backdrop, the province of Jing, located at the center of these three kingdoms, grew more important than ever. While relations between Shu and Wu had worsened as they fought for control of the province, that all changed when Wei invaded Hanzhong. Liu Bei proposed a ceasefire with Sun Quan and returned to him the eastern portion of Jing. And in return for the land, he asked that Wu participate in a joint attack against Wei at Hefei. Just as they promised, Wu attacked Hefei. For a while, Jing once again knew peace. Having secured Jing, Zhuge Liang sent Wang Zhang and other top generals to take the fight to Wei. The battle would take place on Hanzhong's Mount Dingjuan. It was there that Zhuge Liang realized that the land of virtue they had sought for so long was finally within their grasp. Huang Zhong, die Schlacht am Berg Dingjuan. Oh, das ist eine geile Schlacht, wirklich. Ja,
kommt nur noch geil irgendwie. Guckt euch das mal an. Wie hoch diese Berge sind, das ist so episch. Einfach nur geil. The enemy ranks are as clear as day. Und er trifft Zhao Yuan gleich. That's quite a shot. Und Zhao Yuan. Random Shot? Natürlich. Securing Hanzhong will bring stability to the kingdom of Shu. After all, even we old folks have to think about the future sometimes. Oh Leute, auf keinen Fall verpassen im nächsten Part. Duell der Bogenschützen, Hanzhong gegen Zhao Yuan. Und das wird ziemlich episch, meinen Bogen jetzt hier zu spielen. Gefällt mir mal was ganz anderes hier. Qilin-Bogen nehmen wir. Können wir schon mal ausrüsten, hier alles klar machen. Hier verbesserte Abwehr natürlich. Und Offiziertentäter. Ja. Ja, nehmen wir mal einfach rein. Und dann passt es auch schon. Hier die Killing. Okay, die Bogen-Killing-Klinge. Und das passt auch voll, weil in der alten Dynasty Warrior Teilen hatte Hanzhong immer hier auch so ein Schwert. Und es sah auch so ähnlich aus. Sie ist aber ältestes Schwert. Ja, ist schon ein bisschen anders. Aber naja. Verbessern. Ja, doch. Passt. So ist gut. Haben wir schon mal geklärt hier. Ganz normal hier Bogenmeister natürlich. Und ansonsten hier geschossresistent und Angriffsreichweite, also nicht so viel extra Boni. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, Leute, falls euch dieser Part gefallen hat, gebt da hoch. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Und danke fürs Ansehen.